Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goody mit einem weiteren Video zu Little Nightmares 2. Heute holen wir uns gleich wieder zwei Trophäen, und zwar in Kapitel Nummer 3. Wir beginnen mit der Trophäe Schiedsrichter und anschließend kommt die Trophäe Frei Fliegen. Wir sind relativ am Anfang des Levels. Ihr könnt das sehr gut erkennen. Wir wollen uns hier diesen Schulhof freimachen, indem wir diesen Müllcontainer hier beiseite schieben. Und dann ist es ganz, ganz wichtig für die Trophäe Schiedsrichter wieder, dass ihr die richtige Kopfbedeckung tragt. Es gibt ja immer einige Trophäen, die davon abhängig sind, welche Kopfbedeckung wir tragen. Dies ist wieder so eine. Das bedeutet, erst werden wir uns jetzt den Hut holen, also sprich die Kopfbedeckung. Und zwar ist das nämlich ein künstlicher Ball, ein Lederball. Ein Lederball, den wir aufsetzen. Und mit diesem Lederball wiederum werden wir dann durch das Tor hier marschieren. Also dieses kleine Fußballtor, was es hier auf dem Schulhof gibt. Und erhalten dafür dann die Trophäe Schiedsrichter. So, hier oben auf dem nächsten Müllcontainer, da ist der Hut drauf. Einmal aufsetzen. Ganz, ganz wichtig, wie gesagt, wirklich das Ding aufsetzen. Und dann mit dem Hut auf dem Kopf durch das Tor marschieren. Wenn euch dieses Video hier gefällt, wenn es hilfreich für euch ist, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr daran denkt, den Daumen nach oben da zu lassen, den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Mit Glocke aktiv verpasst ihr natürlich kein weiteres neues Video. Und wir haben in der Zwischenzeit hier den Hut ausgerüstet und hier ist das kleine Fußballtor, von dem ich sprach. Einmal durchmarschieren, Trophäe freigeschaltet, Schiedsrichter. Und von hier aus geht es nämlich wirklich ganz direkt in eins rüber zur nächsten Trophäe. Und zwar, wenn wir ins Schulgebäude hineingehen, finden wir dort einen kleinen Papierflieger. Und den lassen wir fliegen. Deswegen heißt die Trophäe auch dementsprechend frei fliegen. Also einmal hier über die zusammengeknoteten Laken rein ins Gebäude. Dann einmal sozusagen von uns weggehen und gleich hier links in den Raum. Hier müsst ihr auch für den Story-Fortschritt rein. Hier liegt so ein kleiner Ball rum, den ihr braucht. Den werden wir jetzt erst einmal ignorieren, sondern nehmen direkt dahinter an diesen Etagenbetten dort den kleinen Papierflieger. Und damit dann zurück zum Fenster und fliegen lassen. Ich weiß jetzt schon, dass ich beim ersten Mal daneben haue. Aber mehr ist hier nicht zu tun. Das war's. Ich hoffe, das kleine Video war für euch hilfreich. Es war interessant. Wie gesagt, würde mich tierisch freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Ich verabschiede mich von euch und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goody. Thank you.